Hallo und herzlich willkommen diesmal zur 83. Ich habe letzte Folge 83 gesagt, obwohl es die 82 war. Willkommen zur 83. Folge von Project Unstable 6. Ich hatte mal zwei, drei Sachen gemacht. Wie man hier unschwer erkennen kann, ich habe mich mal ein bisschen mit Open Computers auseinandergesetzt. Und zwar wollte ich ja gerne was machen, dass wir beispielsweise dann alle Nuggets, die wir kriegen, zählen, das praktisch dann zusammenrechnen oder alles allgemein, was wir kriegen, zählen, zusammenrechnen, was aus der Bienenproduktion kommt und das irgendwie dann hier mal darstellen. Also nicht im E-System, aber irgendwo, dass wir einen Monitor haben, vielleicht hier. Hier würde es vielleicht anbieten, dass wir hier irgendwie einen Monitor drin haben, wo wir alles sehen. So und so viel Eisen kriegen wir pro Stunde, so und so viel Kupfer, blablabla. Ist egal. Dass wir praktisch sowas machen, dass wir praktisch die Bienenproduktion einmal haben, dass wir die darstellen können, dass wir einmal vielleicht dann noch unsere Erzproduktion darstellen können oder was weiß ich nicht. Wobei die Erzproduktion wird erstmal nicht unbedingt über ein Void-Dings, ist aber erstmal total Wumpe. Also, das habe ich überlegt und ich hatte mal ein bisschen was probiert und ein bisschen was angefangen. Ich habe einen Mikrocontroller gebastelt. Ich kann das ja mal irgendwann erklären, was das macht. Auf jeden Fall braucht das Ding Strom und ich kann da jetzt, ich kann eigentlich irgendwelche Items kann ich hier oben reinlegen. Und was das Ding macht, der Mikrocontroller, er transportiert im Moment die Items einfach nach hier unten. Warum ist das jetzt ganz toll? Also es verbraucht Strom, 10 F pro Tick übrigens. Die WLAN-Karte wird nochmal ein bisschen mehr Strom verbrauchen, dann. Die ist jetzt im Moment noch nicht drin, dass wir dann Nachrichten senden können. Es ist ein sehr, sehr einfaches Programm. Es ist erstmal nur, damit wir überhaupt irgendwas haben. Ich muss noch ein paar Sachen besser machen. Ich will gerne noch eine Bibliothek bauen. Wobei ich die für den Mikrocontroller nicht unbedingt nutzen kann. Weil ich kann auf ein EEPROM, das Ding kann ein Programm haben, kann ich nur ein Ding ausführen. Das heißt, ich muss hier gucken. Ja, nun gut. Dass ich hier das alles reinschreibe, vielleicht mal eine Funktion oder so, mal gucken, dass ich das einfach reinkopieren kann. Jedenfalls habe ich hier an der Stelle die Möglichkeit, hier dahinter, Transfer Item, ne? Wenn das hier nicht breakt, also praktisch, wenn wir hier in den Else-Zweig gehen, dann haben wir erfolgreich ein Item von oben nach unten transportiert. Und dann kann ich das Item, was im Endeffekt das hier ist, das ist der Stack, kann ich die ganzen Informationen abfragen, das heißt Namen und was weiß ich nicht, und dann kann ich das einfach senden und der andere Computer muss es nur empfangen und darstellen. Ich habe es wie gesagt einfach nur mal probiert und das ist der Mikrocontroller, der rausgekommen ist dabei. Und wie gesagt, ich kann das hier irgendwie machen, wie ich lustig bin. So, und dann ist alles hier unten. Genau, also das funktioniert. Ist im Endeffekt einfach nur mal eine Idee gewesen. WLAN-Karte brauche ich noch, ich brauche noch eine Sendefunktion, ich muss das nochmal alles irgendwie allgemein ein bisschen schreiben. Muss mir nochmal ein paar andere Sachen durchlesen, weil ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch eine Art Bibliothekssachen trotzdem auf das EEPROM kriege. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Naja, muss ich mal probieren. Jedenfalls bin ich da so ein bisschen am Planen gewesen, ein bisschen am Probieren. Falls es jemanden von euch interessiert. Genau. So. Viel mehr ist nicht passiert. Ich war mein. Wir haben ein paar Erze. Wir haben Nickel, Cinnabar, Gold, wir haben alles noch ein bisschen Eisen. Ich war einfach noch mal ein bisschen mein und habe noch ein bisschen was gesammelt. Unter anderem auch Titan. So noch mal Titanium ein bisschen, haben Iridium haben wir auch noch mal ein bisschen. Also wir sind relativ gut bestückt jetzt erstmal. Also, was ist so jetzt der Plan für die nächste Zeit? Als allererstes möchte ich mal versuchen, dass wir vielleicht ein bisschen in Richtung Advanced Rocketry uns schleudern. Oder, ja, nicht schleudern eigentlich. Sliden, eher so rutschen. So ein bisschen reinrutschen, dass wir Advanced Rocketry ein bisschen machen. Dann wäre es mir noch lieb, also wie gesagt, das mit Open Computer, aber das werde ich offscreen machen, außer ihr sagt, ihr wollt das unbedingt sehen. Wir können auch dann nochmal einmal einen Computer aufbauen oder so, oder falls ihr sagt, okay, schreibt das Programm, aber wie du es aufbaust, das zeig uns bitte oder sowas, und das Programm könnte ich dann auf Facebook hochpacken, wie die anderen Programme von mir auch, die vorhin Computercraft waren. Das könnten wir machen. Müsst ihr dann sagen. Ob ihr das sehen wollt, haben wollt oder was weiß ich nicht. Jedenfalls, sowas werden wir machen. Und ihr müsst einfach nur entscheiden, inwiefern wir es in der Folge machen. Ob ich in der Folge programmiere, das Zeug dann zurecht programmiere oder ob ich das offscreen mache.
ob ich den Code erkläre oder nicht, ob ich einfach nur, ja, das ist im Endeffekt, das müsst ihr mir dann sagen, wie ihr es haben wollt. Ja, genau. So, dafür brauchen wir allerdings noch ein bisschen Strom. Drüben die Bienensachen muss ich noch ein bisschen ausbauen, dass wir mehr Bienen unterkriegen, dass wir allgemein erstmal auch mehr Bienen haben können. Und ich hatte die Idee, wie ich es vielleicht ein bisschen schlauer machen könnte, dass ich nicht so eine weite Strecke habe, also müsste ich ja von hier hinten das Signal her senden und ich bräuchte viele Mikrocontroller. Und ich habe was überlegt, wo ich nur einen Mikrocontroller brauche und wahrscheinlich nicht mal eine WLAN-Karte, wenn ich einfach eine Netzwerkkarte mache. Und zwar haben wir die Enderling-Chest, wo wir alles reinpacken. Und wenn ich jetzt hier eine speziell kodiere, nur für die Bienen, ne? Wenn ich eine nur für die Bienen kodiere, dann könnten wir theoretisch hier oben bei unserem Haus, wo es im Moment ins ME-System geht, hier, diese Kiste im Endeffekt dann abfragen und über diese Kiste machen wir ein Interface irgendwie als Input und dann macht im Endeffekt der Transposer oder beziehungsweise der Mikrocontroller, tut dann die Items aus der Enderling-Chest in das Interface packen. Das wäre praktisch so meine Idee. Dadurch könnten wir unter Umständen dafür sorgen, dass wir es einfacher auslesen können. Im Moment, zuerst wollte ich es nicht machen, weil ich mir gedacht habe, das ist meine einzige Input-Kiste wahrscheinlich dann. Und das wäre dann doof, weil wenn das meine einzige Input-Kiste ist, dann muss man ja damit rechnen, dass da vielleicht dann auch später mal Erze von der Erzverarbeitung und so weiter durchflattern. Das heißt, wir machen wahrscheinlich einfach mehrere Enderling-Chests, die dann einfach über die Mikrocontroller ihr Zeug outputten, irgendwohin. Ja, genau. Das ist jedenfalls jetzt so der Plan. Erstmal so ein bisschen. So, okay. Das will ich noch machen unbedingt. Wie gesagt, Advanced Rocketry. Wir brauchen Satellite, also Satelliten. Die brauchen wir in der Atmosphäre. Und so wie es aussieht von dem... Jetzt habe ich das falsche Programm gedrückt. Verdammt. Okay, kann sein, dass ich gleich rausgeworfen werde, kurz aus Minecraft. Also praktisch, dass einfach nur das Escape-Play kommt. Und zwar, im Endeffekt soll ich es unter der Erde bauen. Und was eine interessante Idee war, weil da stand, ich soll das doch vielleicht im Fallout-Stil bauen. Das finde ich eine sehr coole Idee. Wir hatten in Staffel... Staffel 3? Ich glaube, es war Staffel 3. Da hatten wir ja im Endeffekt so ein Fallout-Vault-Door gemacht. Die hatten wir ja schon mal gemacht. Also nicht direkt so, aber das ist so ein bisschen danach aussah. Und zwar für Caesar. Hatten wir dem ja als Weihnachten da unten das da aufgebaut. Da haben wir ein paar Folgen gemacht, wo wir das gebaut haben. Und das ist keine schlechte Idee, dass wir sowas machen. Wenn wir eh oben praktisch diese Frame-Sachen haben und praktisch oben, ich weiß nicht, in Fallout 4 war das ja, wo du praktisch oben diese, im Boden dieses runde Ding hattest, diesen Fahrstuhl, der im Endeffekt runter und hochfahren konnte. Und oben dann nochmal so ein Ding, was zugehen kann, was wirklich sich schließen kann. Dass wir sowas bauen, halt nicht unbedingt mit Fahrstuhl, aber das praktisch wie so ein Raketenabschuss-Silo ist. Und den Vault-Eingang an die Seite irgendwie bauen, dass wir beispielsweise hier drüben irgendwo oder hier, da wo es dann eh vielleicht zum Netherportal oder so geht, dass wir hier irgendwo dann so eine Vault-Tür haben, die dann praktisch zur Seite aufgehen kann und da ist man praktisch im Futuristischen. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Nach oben hin und praktisch wirklich so eine Vertiefung im Boden, so ein bisschen so ein Ring. Den können wir ja ein bisschen älter gestalten, den können wir mit Destructive Stone und so weiter machen, dass es so ein bisschen aussieht wie vielleicht, keine Ahnung, was wir letzte Staffel hatten, diesen Kreis, diesen, nicht Steinkreis, aber dieses Zentrum, was wir gebaut haben, wo unser ME-System war. Sowas wäre vielleicht auch ganz cool praktisch und dann geht in der Mitte das auf und dann kommt zwischen den Säulen die Rakete hoch. Das wäre sicher auch mega cool. Also, gibt ein paar Sachen, die wir machen können. Wir müssen halt nur gucken, weil ich habe ja schon gesagt, die Raketen, die von hier starten, werden Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Praktisch im Endeffekt, das sind Raketen, die nicht im Dauerbetrieb laufen. Die Automatisierung für die Raketen, wo praktisch dann das Zeug entladen und wieder aufgetankt und all das, das soll ja auf einer Space Station passieren. Das heißt, wir brauchen eine Space Station später noch, weil ich finde, das ist schwer hier zu integrieren, dass immer eine Rakete startet und landet. Hier in dem Gebiet ist ein bisschen
sieht komisch aus. Und dadurch haben wir nochmal einen Grund für eine Space Station. Wir können die Space Station nochmal ein bisschen größer bauen. Wir können dafür sorgen, dass wir dort Sauerstoff und alles möglich haben. Bauen wieder schön so eine kleine Schleuse auf. Aber wir können ein paar schöne Sachen machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Ja. Das ist jetzt so grob der Plan, was ich erstmal machen will. Dass wir erstmal Satelliten hochkriegen. Die Satelliten kann ich erstmal von woanders starten. Das ist erstmal total egal. Aber dass wir dann dort sozusagen so ein Pad bauen. So ein Launchpad. Unterirdisch mit diesem Dach im Endeffekt. Dass wir eine Rakete haben, die für Satelliten ist. Dass wir praktisch zwei so Raketenabschuss-Silo-mäßig zwei Dinger in der Decke haben, wo dann die Raketen rauskommen können. Das wäre vielleicht ganz cool. Und dass wir das vielleicht hier ungefähr hinbauen. Hier ist Botania und dass wir es hier drüben irgendwie vielleicht hinbauen. Weil hier, ich bin am überlegen, ob ich es schön integrieren könnte, weil man könnte es ja ein bisschen als magisch oben gestalten, dass es irgendwie so ein Kreis ist und tut sich der Boden aus und kommt eine Rakete raus. Aber es soll ja auch irgendwo noch Blood Magic hin. Also ich glaube vielleicht hier, dass wir hier die Silos hinbauen. Also was heißt Silos, die Raketenabschussdinger. Oder hier dahinter. Entweder hier oder hier, denke ich. Aber das wird noch relativ interessant. Genau. So. Gut. Eine Erzautomatisierung möchte ich trotzdem nochmal bauen, weil die ersten Raketen, die wir machen werden, werden natürlich nicht auf die Space Station fliegen. Dort die Erze hinpacken. Die ersten Raketen werden manuell zu Asteroiden geschickt, kommen zurück. Und wir entladen die Erze und haben eine Riesenmenge Erze. Das ist erstmal die Sache. Bis wir das später irgendwann vielleicht mal automatisieren oder sonst was. So, jetzt habe ich sehr viel gequatscht. Wird Zeit, dass wir was tun. Ist jetzt nur die Frage, was. Weil ich habe jetzt die ganze Zeit immer nur mit diesen Computern rumgemacht und dadurch konnte ich und war mein und deswegen habe ich nicht ganz so viel vorbereiten können. Aber wir können ja mal gucken. Also, was brauche ich denn für einen Satelliten? So, wir brauchen im Endeffekt einen Satellit. Der ist jetzt. Wir brauchen also Precision Assembler. Okay, da gucken wir uns den mal an. Ups. So. Also, Circuit. Davon brauchen wir zwei. Ups. Und dann brauchen wir noch ein Machine Frame. Und ich brauche Handglas. Okay. Konnte ich das eigentlich? Nee. Ich habe Induction Spell, da fällt mir gerade auf. Dann können wir es einfach machen. Obsidian, Blei. Und ab geht der Peter. So. Also zack, zack, zack. Es muss natürlich das sein. Nee. Das ist doof. So. Okay. Und zack. Und dann machen wir ein bisschen Glas. Okay. Wie gesagt, viel gequatscht. So ein bisschen die Luft erstmal kurz raus bei mir. Ich muss halt ein bisschen wieder atmen. So. Ich hatte auch eine Industrial Machine Frame. Wofür hatte ich den gemacht? Ah, stimmt. Weil, falls ich noch einen zweiten Buffer mal brauche, dafür war das gedacht, genau. Oder dann eine andere Maschine. Ein Travel Anchor könnte man eigentlich dann auch mal irgendwann. Aber wie gesagt, dafür möchte ich gerne das hier vorher noch automatisiert haben, dass wir das soweit alles bekommen. So. Zack. So, was craftet er gerade noch? Chips, okay. Das heißt, ich kann einen Machine Frame machen. Nein, kann ich nicht, weil mir. Ja, man sollte es auch in seinem E-System legen. Jetzt, okay. Achso, ja. Ich brauche dann nochmal ein Circuit. Nein! Okay. Ich brauche auch nochmal. So. Ich brauche nochmal Redstone. Wir machen mal ein bisschen was. Das war zu viel. Egal. Zack. Dass wir nochmal ein bisschen von allem dann da haben. Okay, so. Jetzt, was wollte ich jetzt gerade machen? Jetzt habe ich wieder vergessen, den Circuit nochmal, ne?
uns fehlt die Stereo-Sitzung, ja. Okay, dafür auch. Gut, dass ich was mache. Und gut, dass es nur 10 Jahre dauert. Okay. Was brauchen wir noch? Wir brauchen dann eh noch ein paar mehr Circuit, aber die sind dann nicht ganz so schwer. Precision Assembler. Wir brauchen noch Stahlgear, die sind nicht so schwer. Okay, und dann brauchen wir könnten uns ja mal schon mal den Holo Projector machen, ne? Den können wir uns auf jeden Fall mal machen. Weil wir müssen ja eh mal gucken, was wir überhaupt alles insgesamt an Blöcken brauchen. Mal jetzt hier Eisenplatten. Geht nicht, weil er gerade wieder voll beschäftigt ist. Okay. So. Gut. Dann machen wir uns nämlich das, weil das den brauchen wir als erstes, damit wir praktisch die ganzen Multiblock-Strukturen uns sozusagen visualisieren können. So. Eins. Ups. Und zwei. Oder Projector. So. Okay. Und dann können wir jetzt mal gucken, wenn wir jetzt mal hier rechts klicken, dann können wir jetzt hier auswählen, was für eine Maschine wir haben wollen. Und wenn wir mal gucken, der Precision Assembly Machine. So, dann können wir einfach mal irgendwo rechts klicken und dann sehen wir jetzt ein Hologramm davon. So, das heißt, wir brauchen Machine Structure. Okay, Machine. Machine Structure Block. Nee, da. Das ist im Endeffekt Eisen und Tin. Das kriegen wir locker hin. Okay. Und die Input und Output. Ich kann mal gucken. Ja, ist im Endeffekt Hopper oder Tank. Okay, das kriegen wir auch hin. Dann brauchen wir noch den Motor. Da können wir erstmal einen einfachen Motor machen. Brauchen wir Copper Coil. Jo, das kriegen wir auch hin. Okay, ich will nur mal gucken, ob wir noch irgendwas haben, was wir noch bräuchten. Machine Structure. Okay, Glas und noch mehr Machine Structure. Das heißt, es ist im Endeffekt gar nicht so viel. Okay, wunderbar. Okay, was haben wir noch? Wir brauchen dann noch, warte mal. Ich sollte vielleicht gleich mal so gucken. Also, wir brauchen einen Precision Assembler auf jeden Fall. Für das Terminal brauchen wir Delicium Crystal. Dafür brauchen wir einen Crystallizer. Dafür brauchen wir auch einfach im Endeffekt nur einen Precision Assembler. Dann kriegen wir den auch hin. Und ein bisschen Cryothium, was jetzt nicht so wild ist. Okay, Satellite Builder. Da brauchen wir eine Cutting Machine. Okay, also wir brauchen noch eine Cutting Machine. Also. Precision Assembler. Brauchen eine Cutting Machine. Und wir brauchen, was hatte ich noch gesagt? Crystallizer. So, okay, das sind die drei Blöcke, die wir erstmal brauchen. Der Rest ist nebensächlich. Gott. Dann gucken wir mal. So, Dille. Redstone. So. Einmal kriegen wir nämlich schon mal. Den dritten machen wir fertig. Dann können wir nämlich gleich nochmal sagen, dass wir gerne nochmal einen Circuit haben wollen. Missing Constant. Oh. Konstantan lasst mir. Ich muss ihm wirklich mal alles beibringen, dass er weiß, wie er das alles machen muss. So. Und zack. Und wir brauchen unbedingt noch einen. Ups, was mache ich denn? Wir brauchen unbedingt noch Augmente für den. Pulverizer. Falsch da. Zack. So. Und dann möchte ich jetzt gerne ein Circuit machen. Jetzt solltest du alles machen können. Jo, wunderbar. Gut. Also, wir brauchen Stahlgears. Also, machen wir mal. Erstmal die Menge, die wir nur brauchen. Habe ich noch Pattern? No crafting CPUs are available. Ich bin immer überlegen, das müssen wir auf jeden Fall mal schneller machen und vielleicht auch parallelisieren.
Dass wir sagen, in das eine geht nur Quarz rein, in das andere geht Lapis rein, dass wir die unterschiedlichen Sachen machen können. Ah, na gut, das werden wir dann sehen. Sag mal, was machst du denn immer noch? Dann machst du nochmal solche Circuits. Jetzt aber. Danke. Gut, dann nehme ich einfach nochmal ein paar Pattern. Und sagen 4. Und dann machen wir nochmal das Stahlgear, dass wir die auch gleich machen können. Ups. So. Nein, ich will... weg. Danke. Tschüss. Dann wird das korrekt registriert, dass es dann auch weg ist alles. So, also Stahlgear haben wir 1. Das muss mal hier hin. Zack. Pattern. Zack. Und dann können wir das gleich auch nochmal craften lassen. So. Wunderbar. Das heißt, das Ding. Ich brauche einen Machine Frame. Und der muss gefüllt werden. Okay. Bäh. Wir sind schon bei Was habe ich diese Folge gequatscht? Wir sind schon bei 21 Minuten? Ich habe gerade mal angefangen, überhaupt irgendwas zu machen. Hilfe. Okay, das ist wirklich. Tja. So. Gut. So. Precision Assembler. Ach, das liegt jetzt alles oben, ne? Jo. Precision Assembler, das Ding brauchen wir. Ich kann nochmal gucken, was brauche ich noch für den Crystallizer? Vielleicht nochmal irgendwas. Crystallizer? Hedge Coils brauchen wir noch. Quartz Crucible. Ja, okay. Jetzt habe ich das. Und was war das letzte? So. Okay, für die Cutting Machine brauchte ich nochmal. Dann die Sawblade. Wir machen das erstmal so, wie wir es letzte Staffel gemacht haben, weil ich brauche jetzt nicht unbedingt so sehr jederzeit. Ah, da steht sogar, was ich brauche. Perfekt. Ach, da brauche ich mir gar nicht so anzugucken. Oh, das ist ja perfekt. Okay. Dann Precision Assembly Machine mal erstmal. Hupsala. So. Wir brauchen Glas, Precision Assembler, Motor, Advanced, Enhanced oder Elite zweimal. Okay, also wir brauchen Motoren. Motor. Da. Mhm, wir haben nichts. Okay, wir machen mal 2 simple. Wir machen erstmal, wie gesagt, wir machen erstmal das Leichteste und das Einfachste, weil es kostet erstmal alles Strom und wir werden es so machen, dass wir die Maschinen bauen, Strom rein, machen, verarbeiten, dann bauen wir sie wieder weg. Also praktisch bauen wir die Teile ab, die wir für eine andere Maschine brauchen, dass wir nicht alles, was jetzt irgendwie so teurere Sachen sind, das schieben wir erstmal hin und her, damit ich nicht so viel Zeug doppelt und dreifach craften muss. So, dann brauchen wir jetzt hierfür, brauchen wir Copper Plate und Copper Rod. Okay, Copper Rods habe ich anscheinend schon mal aus Versehen gemacht irgendwann. So wie es ausschaut. Aber jetzt bekommen wir langsam wirklich ordentlich Erze dazu. Also irgendwas war damals im Argen, was jetzt nicht mehr im Argen ist. So, und zack. Wo ist denn... Da. Metal Press, das Wire-Ding war weg. Ich bin nur gerade gewundert. So. Zack. Okay, damit haben wir noch ein paar Rods. Kupfer haben wir jetzt zum Glück genug, genau wie Eisen erstmal. Von daher können wir ruhig ein bisschen verschwenden. Ich könnte jetzt natürlich Wire machen, aber ich habe keine Lust, das jetzt Ewigkeiten laufen zu lassen, muss ich ehrlich sagen. So, wir brauchen 3 Motoren. Ne, wir brauchen... doch, wir brauchen 3 Coil. Genau, wir brauchen 3 Copper Coil. Wir brauchen noch eine Iron Rod. Hammer. Aber wir haben kein Iron Gear. Dann mache ich das mal eben so.
So. 1, 2. Brauchen dann eh noch mehr, weil wir für die anderen Maschinen auch noch was brauchen. Weil hier brauchen wir auch Goldcoil, Coppercoil, Titanium oder Aluminium. Oder Iridium. Coil. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, was am besten war. Titanium Coil. Na, es ist mir zu teuer. Wir könnten Aluminium nehmen. Oder Aluminium. Aber dann haben wir das recht. Wir machen alles aus Kupfer. Machen wir alles aus Kupfer. Go. Kupferblätten, go. So. Ja. Okay. Motor. Wie gesagt, Kupfer haben wir jetzt erstmal am meisten. Ist faszinierend, das zu sagen, dafür, dass wir Kupfer am Anfang am wenigsten hatten. Aber wie gesagt, man muss einfach nur wissen, wie man sich zu helfen. Also, man muss sich einfach nur zu helfen wissen. So. So, zack. Und drittes, dann einmal den Motor. Dafür brauche ich mal hier hinten die Gier. So. Hätte ich eigentlich auch gleich mit Pattern machen können. Ah, ist egal. So, wir brauchen. Warte, wie viel habe ich gesagt? 2 Motoren brauchten wir, ne? Oder? Ja. Okay, dann brauche ich sogar noch mehr Kupferkohl. Gut, dass wir das geklärt haben. Okay, also mehr davon. Dann können wir zwar nicht hinterherkacheln. So, ein Motor haben wir schon mal. Machine Speed 1. Reicht. So. Das heißt, ich brauche noch die 8 Kupferkeul. Okay. Können wir in der Zwischenzeit mal weiter gucken. Achso. Erstmal hier. Machine Structure. Output, Input. Power, Input, Plug. Fluid Output oder Input. Okay. Also gucken wir mal ganz kurz bei Libult bis. Da sind nämlich die ganzen Sachen drin. Ne? Zack, zweiter Motor. Da haben wir schon mal die Motoren. Dann. Da. Zack. Oha. Das sieht ja nach gar nichts aus. Na, 50, komm. So. Und ich guck mal ganz kurz. Okay. Nur, dass die Solarpanel noch Strom haben, um das ganze Ding zu betreiben. So. Rods wollte ich machen. Davon machen wir einen Haufen. Weil davon werden wir einen Haufen brauchen. Wenn nicht jetzt, dann später. So. Und dann brauchen wir nämlich diese Machine Structure. So, wie viele Tin Gears habe ich? Keins. So, dann verballern wir mal einen Haufen Tin. Tin habe ich erstmal. Ich habe noch ein paar Erze und so viel verbraucht man ja nicht von Tin. Von daher ist das alles in Ordnung. So. Zack. Und so. Dann kann er da mal ein bisschen stanzen. Ah, das klingt auch irgendwie so schön, aber wenn man das hört, wie es so richtig schön runterkracht. Ah, das ist schön. So. Ich war auch nochmal Glowstone und Quarz übrigens holen. Also wir haben jetzt ein bisschen Quarz, wir haben 1000 Quarz. Ist gar nicht so schlecht. So. Das habe ich schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Achso, ich wollte das Zeug holen. Zack. Und dann kann ich auch mal hier nochmal austauschen. So. Weil ansonsten knall ich da mal irgendwas rein, um eine Platte zu machen und dann kriege ich wieder eine Rod raus. Das habe ich schon öfter gehabt. So. Also wie viel brauchte ich? 7, ne? Also geht ja gut los. Ach ja. Jetzt haben wir die Folge wieder gar nichts geschafft. Ich habe nur meine Pläne erzählt. Ach komm, lass mal jetzt noch einen Precision Assembler aufbauen. So, also Input Hatch. Flup. Brauche ich eine. Machen wir eine Input Hatch und eine Output Hatch. Da brauche ich einfach nochmal eine Input Hatch. So, Output raus. Brauchte ich Fluid für den. Moment. Oh, der Flüssigkeit? Nee, steht nicht da. Okay, dann machen wir das nämlich nicht. Dann brauchen wir Input, wir brauchen Output.
Input, Output und dann brauchen wir noch Power. Powerblock. Ups. Zack. Und zack. Und zack. So. Gut, damit haben wir das. Dann brauchen wir noch, wir brauchen nochmal, achso, wir brauchen trotzdem nochmal zusätzlich 20 Machine Structure. Oh, nee. Nein. Okay. Gut, das wird dann diese Folge nichts mehr. Ich mach nochmal auf. Och nö. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich muss jetzt leider die Folge beenden. Ihr könnt, wie gesagt, wäre schön, wenn ihr mir mal auf meine Fragen antwortet, was ich jetzt so geschrieben habe, was man als nächstes mal so machen könnten. Was ihr sehen wollt, wie ihr Open Computers, ob ihr es sehen wollt, ob ihr es nicht sehen sollt, ob ich es einfach aufbauen soll, ob ihr nur den Aufbau sehen wollt oder ob ihr noch eine Erklärung vom Programm haben wollt oder ob ihr sogar die Programmierung von dem Programm selber mit irgendwie, oder sagt es mir. Wie gesagt, mit den Silos, fangen jetzt an mit dem OneSocrety, dass wir erstmal die Satelliten hochbekommen, dass wir erstmal Daten sammeln können, das wäre erstmal gar nicht so schlecht, dann machen wir ein paar Datenkarten und dann können wir mit Hilfe der Datenkarten Asteroiden untersuchen und Asteroiden rausfiltern und dann schickt man den ganz los zum Asteroiden. Ja, dauert noch eine ganze Weile, bis wir erstmal da sind, aber dass wir praktisch erstmal den Satelliten oben in der Umlaufbahn haben und ein paar Daten abgreifen können. Das wäre erstmal wichtig. Gut. Mir fällt gerade auf, dann brauche ich ja noch einen Haufen Tin Gears. Ich habe nämlich keine mehr. Sind schon wieder alle. Okay. Das heißt, ich muss unbedingt nochmal... Habe ich nicht noch... Ich habe nur 10 Tin Erz? Stimmt, ich habe das Tin Erz nie mitgenommen. Ich habe das immer gelassen. Jetzt fällt es mir auf die Füße. Okay. Deswegen immer alle Erze mitnehmen. Das, da sieht man es wieder. Ich bringe ihm das jetzt bei. So. Weil davon werden wir ein paar jetzt ja wirklich brauchen. So. Zack. Und dann kann er das mal. Ups. Gear. Da, 20. Go. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Okay, gut, dann beende ich jetzt die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es nicht so interessant jetzt war, weil ich nur so ein bisschen gefaselt habe, 20 Minuten, dann haben wir 10 Minuten einfach nur gecraftet. Ich gebe mir Mühe, dass das nächste Folge ein bisschen anders ist, bereite nochmal ein bisschen vor, dass wir vielleicht die ganzen Maschinen nächste Folge haben, dass wir das ganze Zeug machen können. Und mir fällt gerade auf, wenn wir den Crystallizer haben, kriegen wir sogar effizienter Silikon. Denn wir können Silicon, Raw Silicon, können wir nämlich in den Crystallizer packen, 2 Stück, und dann kriegen wir einen Silicon Bowl raus. Und eine Silicon Bowl in der Sawmill gibt 5 Silicon Wafer. Das heißt, wir stecken 2 rein und kriegen 5 raus. Das heißt, wir haben 2,5, das ist mehr, als wir so normalerweise kriegen würden. Hier kriegen wir auch 5, hier kriegen wir auch 5, also 5 ist dann. Das heißt, die Bowls wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir die über den Crystallizer machen. Okay, haben wir's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und dann adieu. Und ja, ciao.